Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ehemalige und Angehörige oder Angehörige und Ehemalige der Universität Luzern, sehr geehrter Herr Regierungsrat Armin Hartmann, lieber Armin, mein politischer Chef, sehr geehrter Stadtpräsident Beat Züssli, herzlich willkommen. Es ist mir eine Ehre und Freude, meine Damen und Herren, Sie heute Abend zur 6. Presidential Lecture und zur 1. in diesem Jahr begrüßen zu dürfen, hier im großen Auditorium der Universität Luzern und im Livestream. Eine besondere Ehre und Freude ist es mir, Ihnen die Referentin von heute Abend vorstellen zu dürfen. Frau Botschafterin Patricia Danzi, Direktorin der Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit im Departement für Auswärtige Angelegenheiten in Bern. Patricia, sei herzlich willkommen. Wir duzen uns, weil wir uns seinerzeit im Kontext des IKRK persönlich kennengelernt haben. Aus verschiedenen Gründen, liebe Patricia, bist du eigentlich prädestiniert für eine Presidential Lecture an der Universität Luzern. Du bist im Kanton Zug aufgewachsen und dort ins Gymnasium gegangen. Du bist also aus der Gegend. Und hätte es dann zumal die Universität Luzern gegeben, so hättest du allenfalls auch hier studiert. Zumindest gemessen an deiner späteren Laufbahn hättest du dann allenfalls Menschenrechte studiert oder Philosophy, Politics and Economics oder Climate, Politics, Economics and Law oder Gesundheitswissenschaften oder Global Studies. Das Angebot wäre groß gewesen. Auch dein Engagement passt gut zu uns. Lange Zeit warst du im IKRK und hier an der Uni haben wir zusammen mit dem IKRK ein Weiterbildungsprogramm, ein CAS und MAS in Humanitarian Leadership, welches sich an erfahrene Delegierte des IKRK richtet. Du und das IKRK und wir an der Uni, wir wollen diese Welt ein bisschen besser machen. Du mit humanitärem Engagement und Entwicklung und wir an der Uni mit Wissen. Wir sind überzeugt hier an der Uni Luzern, dass ein Leben mit Wissen besser ist als ein Leben ohne Wissen. Und weil Wissen gut ist für das Leben, bezweckt Wissenschaft ein gutes Leben. Und damit ist es unsere Aufgabe von der Uni her, die Welt besser zu machen, nicht mit Politik, sondern mit Wissen und Wissenschaft. Das heißt aber nicht, dass wir nicht schauen, was die Politik tut. Und deshalb haben wir dich heute Abend eingeladen. Und du bist auch eine Person mit Biss. Ehemalige Olympionikin im Siebenkampf für die Schweiz. Und ich erinnere mich, wenn die anderen in Genf über Mittag etwas in der Kantine gegessen haben, dann hast du oder bist du einen Halbmarathon gelaufen. Nicht immer, aber es kam vor. Auch deswegen hast du mich eigentlich immer sehr beeindruckt. Sei also herzlich willkommen zum zweiten Teil. Heute Nachmittag hat sie bereits engagiert mit Gymnasiastinnen und Gymnasiasten und heute mit uns im großen Hörsaal. Nach deinem Referat werden wir die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und dann wird auch die Prorektorin Lehre und internationale Beziehungen, insbesondere aber Kollegin Martina Caroni aufs Podium kommen, unsere Spezialistin für Menschenrechte, Migration und internationales humanitäres Völkerrecht. Für die weitere Moderation übergebe ich jetzt gerne an Katja Stauber, die schon die früheren Presidential Lectures professionell moderiert hat. Danke vielmals, mit Herzen und gern. Vielen Dank, Bruno Staffelbach, der Hausherr und Gastgeber. Ja, wirklich mit Freude. Grüezi miteinander. Guten Abend, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite. Liebe Gäste, liebe Studierende und natürlich sehr geehrte Frau Botschafterin Patricia Danzi.
bedanke mich für die Einführung und ich freue mich wirklich sehr, dass ich wieder hier bin, weil wir haben ein hochaktuelles Thema, als wenn es die Uni Luzern gewusst hätte. Heute Morgen hat in der Sondersession in Bern hat die SVP verlangt, dass man die Entwicklungshilfe um 1 Milliarde Franken kürzt und plafoniert auf 2 Milliarden Franken. Also als wenn man es gewusst hätte, in der Vorbereitung sind wir top aktuell und das zeigt auch ihr zahlreiches Erscheinen, dass die Themen Entwicklungshilfe und da hängt natürlich die Migration auch mit dabei, wie sehr sie beschäftigt. Das Sorgenbarometer von der Schweiz, das regelmäßig über die größten Sorgen und Ängste der Schweizerinnen und Schweizer forscht, liegt das Thema im Moment auf Platz 6, Platz 1, wenig erstaunlich, die steigenden Krankenkassenprämien vor den Mieten. In Deutschland sieht das ein bisschen anders aus, das finde ich noch interessant. Die Hälfte der Menschen, weit über die Hälfte der Menschen, hat große Sorge, was die Zuwanderung angeht, Tendenz stark steigend. Aber auch bei uns sind diese Themen ein großes, es vergeht wie heute Morgen. Keine Session im Bundeshaus, steht das Thema nicht zu oberst. Die Zeitungen schreiben täglich davon und in keiner Debatte wird so heftig gestritten. Aber auch in keinem fast anderem Thema gibt es so viele Mythen wie zur Entwicklungshilfe und Migration. Wir wollen heute natürlich nicht streiten, sondern diskutieren und Fragen stellen. Die humanitäre Geschichte der Schweiz ist eine sehr, sehr lange. Die Entwicklungshilfe der DEZA dauert seit 50 Jahren und, das muss man eben auch sagen, gerät zunehmend unter Druck. Das zeigt sich auch heute Morgen in Bern. Das hat, wie gesagt, viel mit Finanzen zu tun und gewisse politische Akteure haben dann einen schnellen Reflex, zuerst bei der Entwicklungshilfe den Rotstift anzusetzen. Wir werden jetzt Einblicke in die DEZA, in die Arbeit der DEZA erhalten. Bruno Staffelbach hat es schon gesagt, anschließend ans Referat werden wir hier diskutieren und dann sind Sie ganz herzlich eingeladen, mit zu diskutieren zu den Themen Entwicklungshilfe und Migration. Es gibt viele Fragen, es gibt aber auch viele Antworten und die kommen jetzt von Patricia Danzi. Bruno Staffelbach hat Sie schon sehr gut vorgestellt. Sie war lange beim IKK, 25 Jahre lang, sehr sportlich, Olympiaathletin. Sie studierte Umwelt- und Agrarwissenschaften und sie ist jetzt die erste Frau an der Spitze der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Sie präsentiert Ihnen jetzt die globalen Lösungsansätze in der Friedensförderung und die neue Strategie der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz für die Zeit von 2025 bis 2028. Ein Blick also in die nahe Zukunft und darauf freuen wir uns. Globale Schweiz gemeinsam für eine humanitäre Zukunft. Herzlich willkommen, Frau Botschafterin Patricia Danzi. Ja, vielen herzlichen Dank für diese netten Einführungsworte, lieber Bruno, geschätzte Anwesende. Es ist mir eine Ehre, hier an der Uni Luzern vor Ihnen allen zu stehen. Ich bin effektiv das erste Mal in diesem Hörsaal, obwohl ich ein CAS, ein Certificate of Advanced Studies aus der Universität Luzern besitze und stolze Besitzerin dieses CAS bin. Und alles andere kann man ja noch nachholen, denke ich. Da gibt es auch noch vielleicht Zeit dazu. Es ist mir auch eine Ehre, ein Presidential Lecture zu halten. Ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin. Es ist auch etwas seltsam, meine Fotos überall hängen zu sehen. Das ist mir so noch nie passiert. Meine Mutter ist auch hier. Sie will vielleicht dann eines mitnehmen. Also das sollte möglich sein. Und ich bin auch hier, weil es mir ein Anliegen ist, die Entwicklungszusammenarbeit, unsere Arbeit, die wir für die Schweiz machen, zusammen mit Ihnen, zusammen auch mit den Kantonen, ein bisschen den Leuten näher zu bringen, unsere Dilemmas auch aufzuzeigen, um Sie alle mit uns zusammen die Schweiz weiterzubringen in diesen Zeiten. Die sind schwierig, sie sind sehr herausfordernd. Sie lesen die Zeitung, sie hören Radio, es ist so. Aber wir sind die Letzten, die aufgeben dürfen und auch die Letzten, die aufgeben werden. Ich halte eigentlich nicht so oft Vorträge, so vor den Leuten, weil Entwicklungszusammenarbeit ist vor allem Zuhören. Man setzt sich zu den Leuten, nicht vor den Leuten hin und man lectured nicht, sondern man nimmt eigentlich auf, was uns die Bewohnerinnen und Bewohner oder auch die Behörden zu erzählen haben, damit wir zusammen etwas gestalten können. Heute machen wir es ein bisschen anders, das ist auch okay. Und meine Frage, die Sie mir auch gestellt haben, ist, was macht die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit? Woher kommen wir und wohin werden wir gehen?
Ich habe vorher gehört 50 Jahre, das habe ich auch irgendwo gelesen auf einem der Flyers. Aber wir sind älter, wir sind schon 63, also fast schon pensioniert. Aber wir versuchen uns jederzeit zu erneuern und uns auch weiter zu bringen. Zuerst in den ersten Jahren, in den 60er Jahren, das war vor allem die technische Zusammenarbeit. Man hörte viel von Brunnenbau, man hörte von Brückenbau, das machen wir immer noch in Nepal. Wir haben auch eine ehemalige Botschafterin aus Nepal hier, die hat auch bei den Brückenbauern mitgemacht. Und wir haben in diesen Zeiten sehr viel Goodwill geschaffen, weil wir eben vor Ort waren. Die Leute waren auf dem Feld, wir haben mitgearbeitet. Dann gab es aber auch die 70er Jahre, da gab es das Koch für die humanitäre Hilfe. Die humanitäre Hilfe der Schweiz ist extrem bekannt. Das sind 670 Leute, die haben zum Teil noch einen Beruf und haben mit ihren Arbeitgebern einen Vertrag und wir haben mit ihnen auch einen, dass sie bei Katastrophen sich zur Verfügung stellen, die Schweiz eigentlich aus dem Privatsektor Leute in Katastrophengebiete holen kann. Das war das letzte Mal der Fall im großen Stil beim Erdbeben in der Türkei. Da konnten wir die Rettungskette mobilisieren. Das ist ein Markenzeichen, das kommt aus den 70er Jahren. Aus den 70er Jahren kommt auch das Gesetz der Entwicklungszusammenarbeit. Das war ein sehr visionäres Gesetz, das sehr breit ist und auf das wir uns auch heute noch abstützen und das wir nicht unbedingt ändern. Also ändern, es gäbe schon ein bisschen Änderungsbedarf beim Wording und so, aber dieses Gesetz ist uns sehr, sehr wertvoll. Das kam aus 1976. In den 70er Jahren gab es auch schon erste Gedanken über die Wirkungsmessung. Also wir waren dann schon 10 Jahre da. Was haben wir gemacht? Was haben wir erreicht? Wie nachhaltig sind diese Gedanken? Und die Nachhaltigkeit, das war auch das Thema der 80er Jahre. Dann geht es eigentlich im Schnelltempo weiter. Das ist schon etwas aus dem Jahr 2000. Aber in den 90er, als die Sowjetunion nicht mehr existierte, kam die Frage, was macht die Schweiz im Osten? Ein Ostgesetz gab es damals und auch heute sind wir in den Ländern Osteuropas noch unter diesem, das letzte Jahr, unter diesem Gesetz aktiv. Die Länder des Ostens von Moldawien über die Ukraine und auch dann die Bosnien, Albanien, Kosovo und Mazedonien, die sind Länder, die über dieses Gesetz unsere Entwicklungszusammenarbeit hatten. Etwas ganz Neues sind diese 17 Punkte. Das ist ein neues Alphabet in der Entwicklungszusammenarbeit. Dieses Alphabet wurde durch langes Verhandeln 2015 in der UNO ausgearbeitet. Das sind 17 Entwicklungsziele, die eigentlich alles abbilden und jedes Land, auch die Schweiz, muss darüber berichten. Also es berichtet nicht nur die Zentralafrikanische Republik über das Erreichen ihrer Ziele, sondern es berichtet ebenso Litauen, die Schweiz, Österreich über diese Ziele. Das heißt, jedes Land muss sich damit befassen. Und wenn wir jetzt Programme mit Ländern aufstellen können, sagen wir, das ist jetzt nicht gut, das sagen wir nicht, aber wir versuchen diese Ziele mit den Ländern gemeinsam aufzubauen. Wo haben wir die Expertise und wo können wir ein Land unterstützen? Das ist wirklich nicht zu vernachlässigen. Die Schweiz benutzt diese Entwicklungsziele eigentlich zu wenig, meiner Ansicht nach. Und wenn ich wo war ich das letzte Mal? In Jordanien und in Ägypten, da wurden diese Ziele sehr stark auch visibel gemacht für die Menschen und in der Regierung auch. Das waren die Jahre 2000. Dann gibt es auch neue Herausforderungen, die in diesem neuen Millennium eigentlich zu großen Themen wurden, wie das Klima. Die Schweiz ist da auch relativ weit fortgeschritten, weil wir als Land von der Klimaherausforderung sehr stark betroffen sind. Diejenigen, die schon meine Generation sind, ich habe Kollegen, die aus Graubünden kommen oder aus dem Wallis, die sagen, ich habe aus dem Fenster geschaut, aus meinem Kinderfenster im Engadin. Ich gehe zurück in mein Geburtshaus und der Gletscher, den ich immer jeden Tag gesehen habe, ist nicht mehr da.
Und das sind Herausforderungen, die wir mit anderen Ländern teilen, vor allem mit Ländern in Berggebieten. Das ist eine Herausforderung, die auch sich dann in unsere Entwicklungsarbeit hereinspielt. Was wichtig ist und was andere Länder auch nicht haben, die Schweiz hat in ihrer Bundesverfassung bereits von nachhaltiger Entwicklung, von Ressourcen gesprochen, von Armutsbekämpfung, von der Förderung der Demokratie und von einem friedlichen Zusammenleben der Völker. Wir setzen eigentlich um, was sich die Schweiz selbst geschrieben hat. Das ist immer wieder wichtig, wenn man das vielleicht ab und zu ein bisschen vergisst. Die Welt hat sich verändert, das ist einmal ganz klar. Was gibt es mehr und was gibt es weniger? Was gibt es mehr? Es ist eine Sache der Emanzipation auch. Also diese Ziele haben auch dazu geführt, dass gewisse Länder gesagt haben, wir haben ebenfalls die Möglichkeit, irgendwo Pioniere zu sein. Wir warten nicht unbedingt auf die reichen Entwicklungsländer, dass sie uns unterstützen. Und wir können ebenfalls unseren Partnern etwas mitgeben. Das beste Beispiel der letzten 2 Jahre, das ich dazu habe, ist die Ukraine. Wir haben die Ukraine in der Entwicklungszusammenarbeit durch das Ostgesetz, das ich vorher erwähnt habe, während über 30 Jahren unterstützt, auch in der Dezentralisierung und auch in der Digitalisierung. Die Ukraine ist der Schweiz Meilen voraus in der Digitalisierung. Jeder Ukrainer kann seine Identitätskarte auf seinem Smartphone herunterladen. Man kann Geburtsurkunden herunterladen und man kann, leider muss ich sagen, heute auch sein Haus, das zerstört ist, fotografieren und man kann eventuell, wenn das dann kartografiert ist, auch Entschädigungen über diese Apps bekommen. Man kann Surveys machen, wie es der Bevölkerung geht, was hat sich in den Bedürfnissen verändert. Das sind Dinge, die wir, ich glaube, das Militärbüchle ist jetzt digitalisiert von den Soldaten, aber die Entwicklung, die ein Land durchgemacht hat, weil wir es unterstützen und weil wir mit ihm mitgegangen sind, kann auch sein, dass ein Land uns plötzlich überholt. Und dann müssen wir genug Demut haben, um das auch erstens zu akzeptieren und genügend Neugier, um es auch für uns zu nützen. Das ist vielleicht eine Neuigkeit. Eine andere Neuigkeit ist die, also Neuigkeit ist sie nicht, das ist etwas, würde ich sagen, eher Trauriges. Die Völkerrechtslage, die Lage des Rechtes, die Demokratiestrukturen. Wir haben angenommen, es geht einfach alles weiter so. Wir haben die UNO gegründet, wir haben die Armut gesenkt, wir haben uns weiterentwickelt. Aber eine Entwicklung ist eben nicht nur so. Es geht ab und zu auch wieder runter. Und im Moment die Frage der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der Autokratien, die im Aufmarsch sind, ist effektiv eine Tendenz, die uns begleitet, aber die nicht positiv ist. Und heute lebt die Mehrheit der Menschen nicht mehr in Demokratien, so wie wir sie hier definieren, sondern in einer anderen Staatsform. Und mit dem müssen wir umgehen. Das können wir nicht einfach so ändern, weil wir es möchten. Wir müssen daran arbeiten, an den Systemen und uns überlegen, was können wir anders machen oder was haben wir eventuell auch falsch gemacht. Die Kriege, die Flüchtlinge, die Migrationsgeschichten und Probleme, die sind nicht neu, aber die werden in der heutigen auch politischen Debatte auch sehr stark gebraucht. Das ist nicht unbedingt neu, aber es ist eine Tatsache, mit der müssen wir umgehen. Wir haben vor dem Hintergrund dieses Tableaus mussten wir die schwierige Aufgabe in Angriff nehmen, eine Strategie. Der Bund macht Strategien alle 4 Jahre. Das ist eine Legislaturperiode plus eins, also wenn das Parlament gewählt ist. In diesem Jahr segnet es eine neue Strategie ab für Entwicklungszusammenarbeit. Das machen wir alle 4 Jahre so. Die Frage ist ein bisschen kurz, aber wir machen es alle 4 Jahre. Die Chinesen machen es ein bisschen länger und andere auch. Wir machen es alle 4.
dieses Mal ist es ein besonders schwieriges Unterfangen, weil seit der letzten Strategieperiode Walter Thurnherr, der Bundeskanzler, der vorherige Bundeskanzler, hat uns letzten August bei der Botschaftskonferenz gesagt, die Schweiz hätte noch nie eine so schwierige Legislatur hinter sich seit dem Zweiten Weltkrieg wie diejenige, die jetzt zu Ende gegangen ist. Das war im August, das war vor Oktober. Und in diesem Umfeld haben wir versucht, eine Strategie zu definieren, die möglichst breit ist, die möglichst flexibel ist und die möglichst Themen enthält, die diesen Herausforderungen entspricht. Wie stellt sich die auf? Also das ist nicht unbedingt eine Neuigkeit, sondern es gibt in dieser Strategie drei Kriterien. Das eine Kriterium, ich weiß immer noch nicht, welches der Pointer ist, aber vielleicht komme ich das. Nein. Die Bedürfnisse oben rechts, links. Links. Die Bedürfnisse vor Ort, was sehen wir, was geht nicht, wo denken wir, müssen wir ansetzen, ist eines. Das ist für uns relativ einfach zu definieren. Auch einfach sind die Schweizer Interessen. Die Schweizer Interessen an Wohlstand, die Schweizer Interessen an Sicherheit, an Frieden. Und das ist etwas, das hat beides hat zugenommen. Also die Schweizer Interessen für unsere Interessen zu wahren in einer friedlichen Welt und die Bedürfnisse in der Welt, die haben zugenommen. Was auch zugenommen hat, also das ganze Gebilde ist eigentlich größer geworden in den letzten Jahren, ist die Tatsache, dass wir, also unser Mehrwert als Schweizer Entwicklungsagentur, ist in der Welt, in der wir heute leben, eigentlich größer, als das früher der Fall war. Wieso? Erstens, weil wir doch relativ stabil unterwegs sind. Wir sind ein Partner für die Organisation, auch für die Länder. Wir haben Entwicklungsprogramme, die gehen 10, 12, 40, zum Teil 60 Jahre lang mit einem Land. Wir entwickeln uns mit dem Land weiter. Also wir sind vorhersehbar. Das sind die meisten nicht. Wir haben ein politisches Gefüge, das relativ stabil ist. Wir haben die Opposition zusammen mit den Regierenden, sind alle immer im gleichen Boot. Und es gibt nicht ein links-rechts oder einen sehr starken Wechsel in der Regierung, das auch dann einen Riesenwechsel in der Entwicklungszusammenarbeit gibt, wie es bei den Spaniern, bei den Schweden, bei anderen der Fall war. Und wir sind doch noch relativ reich, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern. Das heißt, wir haben größere Bedürfnisse, wir haben einen größeren Mehrwert und die Bedürfnisse der Schweiz und unsere Interessen sind eigentlich größer. Eigentlich müssten wir wachsen. Das würden wir auch wahrscheinlich tun können. Im Moment ist der Vorschlag eines Nullwachstums in der Vernehmlassung und der sieht vor 4 Ziele und ein fokussiertes Engagement in der Welt, in der bilateralen Zusammenarbeit für die Länder. Wo sind wir unterwegs? Das Ziel des Friedens, der Gouvernanz, der Rechtsstaatlichkeit haben wir, und das ist ein bisschen neu, haben wir definiert das als übergeordnetes Ziel, weil ohne Frieden, gute Gouvernanz sind auch die Entwicklungsziele sehr schwierig zu erreichen. Es gibt immer wieder Rückschläge und es gibt immer, und das ist das Problem, man ist immer daran, die Bedürfnisse zu decken, die jetzt gerade aufkommen. Ich habe das vorhin erwähnt, bei den Jugendlichen, ich war in Tschad vor einem halben Jahr und da hat uns der Präsident gesagt, wir brauchen Partner wie die Schweiz, weil ihr seid diejenigen, die uns dabei helfen, unsere eigenen Prioritäten weiter zu verfolgen und unsere Entwicklungsziele. Und gleichzeitig seid ihr diejenigen, die uns helfen, die Krisen zu bewältigen, die an allen unseren Grenzen vorhanden sind. Das ist nur möglich, wenn
einigermaßen Frieden herrscht und wenn einigermaßen Gouvernanzprobleme gelöst werden. Das Zweite sind die Bedürfnisse, also der Human Development, das sind die Grundbedürfnisse und auch die Bedürfnisse, die entstehen, wenn Fluchtbewegungen sich verbreiten, also wenn Krieg herrscht, im Kurzen gesagt. Diese Bedürfnisse haben wir ebenfalls definiert, das heißt, die humanitäre Hilfe wird einen größeren Teil unseres Budgets einnehmen, das haben wir mindestens vorgeschlagen, um auch die Flexibilität in diesem Bereich zu erhalten. Klima, ich habe es vorhin erwähnt, die Schweiz ist ein Land, das hat extrem hohe Klimaambitionen eigentlich und definiert diese auch bei der COP und hat dazu wird auch dazu Geld in die Hand nehmen müssen. Ein Teil davon wird aus der Entwicklungszusammenarbeit kommen, aber es sollte nicht alles sein. Aber die Klimaherausforderungen werden den Frieden gefährden, werden das Human Development gefährden und werden auch die wirtschaftliche Entwicklung gefährden. Das ist nicht unbedingt morgen der Fall, aber übermorgen. Die wirtschaftliche Entwicklung ist ebenso wichtig, weil viele der Menschen, die sich keine Zukunft in einem Land vorstellen können, sehen keine wirtschaftliche Zukunft. Sie sehen nicht, wie sie ihre Familien ernähren können, wie sie ihr Business aufbauen können und wie sie ihr Leben gestalten können. Das heißt, dass das Entwicklungspotenzial, das müssen wir ausschöpfen. Wir versuchen, diese Schiene auch zu fahren, so gut wie es geht. Wir haben auch versucht und wir versuchen es weiterhin. Wir haben über 200 Partnerschaften mit dem Privatsektor. Der Privatsektor ist ein Sektor, der ist nicht sehr risikofreundlich. Also wenn wir versuchen, den Privatsektor in die ärmsten Länder zu bringen, ihn dort zu entwickeln, das ist eines, aber ihn für diese Länder zu interessieren, ist viel schwieriger, weil eben das Risiko größer ist und weil auch die Versicherungs- und alle anderen Dinge ebenfalls eine große Herausforderung darstellen. Das Fokussierte habe ich bereits erwähnt. Wir haben uns geografisch fokussiert, wir haben uns aus Lateinamerika bilateral verabschiedet. Das heißt aber nicht, dass das eine totale Verabschiedung darstellt aus Lateinamerika, weil die Herausforderung auch, wir hören Haiti, also die Karibik, das ist auch ein Teil der Welt, wo wir weiterhin bleiben werden und auch unser Friedensengagement in Kolumbien wird weiter gefahren. Jetzt die Herausforderungen, ich habe da keine Zahl hingestellt. Die Herausforderung, wir haben es vorher gehört, Budget ist ein Thema, sollte nicht das erste sein, deswegen nehme ich es relativ am Schluss. Die Budgetfragen kommen, das ist klar, wir versuchen uns so effizient wie möglich aufzustellen. Wir haben auch Stellen abgebaut an der Zentrale, über 10-15% mittlerweile haben wir weniger Leute an der Zentrale als noch vor 4 Jahren. Wir versuchen uns auch mit anderen Entwicklungsagenturen so gut wie möglich programmatisch zu vernetzen. Wir versuchen das Leverage, also das Scaling, auch mit den Entwicklungsbanken und anderen, die dieses Potenzial haben, zu vernetzen, damit wir möglichst hohe Wirkung zu einem möglichst tiefen, zu möglichst tiefen Kosten erreichen können. Dazu haben wir 11,2 Milliarden hoffentlich zur Verfügung Ende Jahr und das über die nächsten 4 Jahre. Ein Drittel davon, grob gesagt, geht in die humanitäre Hilfe. Die ist sehr bekannt in der Schweiz und hat ein Gesicht. Man sieht, was man macht, die Katastrophen und es gibt eine Aktion. Die zweite Säule ist diese bilaterale Zusammenarbeit mit den Partnerstaaten, wo wir Länder aussuchen, mit denen wir Entwicklungszusammenarbeit machen. Und der letzte Drittel, das sind die multilateralen Organisationen, wo die Schweiz immer versucht, von diesen 230 multilateralen Organisationen, die es gibt, haben wir 24 priorisiert. Da versuchen wir im Board, also immer die Ausrichtung dieser Organisationen mitzubestimmen. Wir
haben die Schiene gewählt, dass wir nicht in allen Organisationen sind, sondern in ausgewählten dafür richtig. Also das heißt, unter den ersten 10 Gebern, die Core Contributions machen, damit wir auch einen Sitz in diesen Organisationen haben, damit wir mitsprechen können, wie sie, wo sie, was sie machen. Das ist in einer relativen zeitraffenden Geschichte, wo wir herkommen, was wir jetzt für Herausforderungen haben und wie wir uns dazu aufgestellt haben. Ich freue mich auf die Diskussion, weil das ist immer für mich auch sehr interessant, was Sie für Fragen haben und wo wir vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen können in den Ausführungen, und würde dann das Wort gleich wieder zurückgeben. Darf ich Sie bitten, in die Mitte zu kommen? Ich war ein bisschen überrumpelt. Das war kürzer, als ich gedacht habe. Aber ich bin eigentlich auch nicht unfroh, weil dann haben wir viel mehr Zeit zur Diskussion. Patricia Danz hat mir gesagt, sie freut sich wirklich auf Fragen und man kann alles fragen. Wir bleiben aber nicht allein. Ich möchte jetzt noch gern die Professorin für Migrations-, Völkerrecht und Menschenrechte hier an der Universität Martina Karoni in die Runde bitten. Sie freut sich sicher auch über einen Applaus. Das macht es ein bisschen einfacher. Und natürlich den Hausherrn und Gastgeber, Professor Bruno Staffelbach. Auch er freut sich über einen Applaus. Patricia Danzi, Sie haben das Geld angesprochen. Es geht ja ein bisschen immer bei der DEZA auch um... Geht das mit dem... Ja. Alles ein gut. Bisschen zurück, das ist wunderbar. Ich habe schon gesagt, gewisse politische Akteure sind schnell dabei, wir haben es auch heute Morgen gehört, der DEZA irgendein Mittel zu streichen. Die DEZA kommt unter Druck. Vielleicht ein bisschen zugespitzt sagt, Switzerland first Motto, also ein bisschen. Wie stark erleben Sie das bei der Arbeit? Sie haben ja ein bisschen angetönt, wo Sie sparen, aber wie stark stehen Sie unter Druck? Also ich denke, wenn ein Land sich verschuldet, wenn die Schuldenbremse einkickt, wenn es Sparmaßnahmen gibt, die über die ganze Bundesverwaltung angesetzt werden, das ist etwas, mit dem müssen wir leben. Dafür sind wir auch bezahlt, damit wir diese Ausführung machen können. Es wird dann, die Diskussion wird sehr schnell politisch geführt über Budgets. Das ist die Natur der Sache. Und wir haben jetzt 8 Monate Zeit, unser Projekt auch den Parlamentariern vorzustellen. Der Bevölkerung haben wir es schon vorgestellt, aber weiterhin das auch zu machen, damit wir den Mehrwert, den wir wirklich denken, dass die Schweiz hat, dass wir diesen auch glaubhaft darstellen können. Es gibt in der Bundesverwaltung Ende Jahr für die nächsten 4 Jahre so und so viel Geld, und jeder hat einen Grund, einen guten Grund, dieses Geld für sein Departement, für seine Sektion, für seine Direktion zu wollen. Ich denke, wir haben ein sehr gutes Argument. Die Entwicklungszusammenarbeit ist sehr gut abgestützt in der Bevölkerung. Es gibt Umfragen von der ETH Zürich auch, die besagen, dass die Schweiz dieses Projekt oder die Entwicklungszusammenarbeit unterstützt. Und ich denke, das ist etwas, das die Schweiz möchte. Und wir müssen es einfach auch dann gut argumentieren. Es gibt aber auch die andere Seite in der Bevölkerung. Viele Menschen sagen sich, warum müssen immer wir, warum muss die Schweiz, können nicht mal an bitte die anderen. Das gibt ja auch so ein Phänomen in der Soziologie. Die geopolitische Lage hat sich enorm verändert in den letzten Jahren, dass die Leute auch sagen, also so wenig Frieden wie im Moment gab es schon lange nicht mehr. Warum? Was würden Sie diesen Leuten entgegen, warum es eben die DEZA trotzdem umso mehr braucht heutzutage? Wir sind keine Insel, und die Pandemie hat das eigentlich gezeigt. Die Pandemie hat es sehr gut gezeigt, dass Systeme, Gesundheitssysteme in diesem Fall, die müssen stark sein, sonst geht es einer ganzen Region nicht gut. Und da hat auch die Schweiz gezeigt, dass sie einen Mehrwert hat in diesem Gesundheitssystem. Nachbarländer hatten zum Teil mehr Probleme als wir.
Und ich denke, das ist ein Argument dafür zu sagen, wir können nicht alleine unterwegs sein in so einem kleinen Konstrukt. Wenn wir ein Kontinent wären wie Australien, dann würde dieses Argument vielleicht besser, auch könnte man es besser anwenden. Aber in der Schweiz bestimmt nicht. Holen wir noch die Migrationsforscherin dazu. Es gibt, Frau Caroni, es gibt Studien, die sagen, Entwicklungshilfe nützt überhaupt nichts. Im Gegenteil, es kommen nicht weniger Menschen nach Europa. Im Gegenteil, die Migration nehme zu, wenn arme Länder reicher werden. Das sage nicht ich, das sagt der niederländische Migrationsforscher Hein de Haas. Der lehrt an der Uni Amsterdam und Maastricht, hat auch Bücher zur Migration geschrieben. Was sagen Sie dazu? Es ist ja eigentlich eine erstaunliche Aussage, oder? Ja, herzlichen Dank. Ja, das ist eines dieser Bücher, das in den letzten paar Wochen erschienen ist, das ich noch nicht gelesen habe. Also kann ich auch nur berichten, was ich selber aus den Medien habe. Es ist eine erstaunliche These, die sicher im Kern eine Wahrheit hat. Ob sie jetzt wirklich voll zutrifft, kann ich als Juristin nicht, eigentlich nicht nachprüfen. Aber es ist sicher so, in der heutigen Zeit, mit der Digitalisierung, mit der Globalisierung, sind natürlich unsere Lebensstandards, oder wenn wir uns die Jungen anschauen, die Generationen bis 30, die sind nicht nur in Europa, in Nordamerika, im globalen Norden verbunden, permanent am Handy, sondern das Handy ist eines der Mittel für die Kommunikation, auch in vielleicht weniger entwickelten Ländern. Die haben die Phase Telefon, wurde da übersprungen, Festnetz. Und da ist natürlich ein Mitbekommen, was läuft in anderen Regionen in der Welt. Und das wollen wir auch. Und daher hat es sicher ein Fünkchen Wahrheit. Ob das jetzt voll zutrifft, dass die Entwicklungszusammenarbeit, die Migration fördert, das wage ich zu bezweifeln. Was sagen Sie dazu, Frau Danzi? Ist es eine steile These oder hat das ein Fünkchen Wahrheit, wie Sie sagen würden? Ich würde eigentlich das unterstützen, was gerade gesagt wurde. Die meisten, die migrieren, sind junge Leute, also vielleicht bis 40 Jahre ungefähr. Und diese Leute haben die Möglichkeit, sich anders zu vernetzen. Sie warten nicht auf die Entwicklungszusammenarbeit. Sie sind meistens auch gesponsert von einer ganzen Familie, oft sogar von einem ganzen Dorf, das Ressourcen zusammenspart und sagt, voilà, das ist unser Klugster oder unsere Klugste, die schicken wir auf die Reise und da kommen dann vielleicht Gelder zurück. Also ich denke nicht, dass das ein Driver ist. Was bestimmt hilft, ist, wenn die Bildung da war. Also es gibt sehr wenige Analphabeten, die sich auf eine lange Reise machen. Also da könnte man vielleicht argumentieren, dass wenn jemand ausgebildet ist, der sich besser informieren kann, bessere Chancen hat, das Land zu verlassen, das vielleicht, aber das ist ein bisschen weit hergeholt. Das Kieler Institut für Wirtschaftsforschung sagt letztes Jahr, eine Studie vom letzten Jahr, dass sich Menschen nur dann von einer Auswanderung abhalten lassen, wenn die Entwicklungshilfe in die Landwirtschaft und in die Ausbildung, also Bruno Staffelbach hat es am Anfang auch gesagt, Bildung investiert, das seien die einzigen Punkte, die wirklich von einer Auswanderung abhalten. Sie schütteln ein bisschen den Kopf. Ja. Also ich würde sagen, ich bin gut ausgebildet und habe meinen kleinen Acker beackert. Ich habe vielleicht noch keine Straße, wo ich meine Sachen ausführen kann. Und ich habe keinen Käufer, der mir dieses Gut für einen fairen Preis abnimmt. Also dann gehe ich vielleicht trotzdem. Mein Acker wird jedes Jahr kriegt weniger Regen. Und ich muss trotzdem gehen. Also ich denke, das ist zu kurz. Wenn ich würde das Ganze schon viel breiter anschauen, man muss bestimmt in die Bildung investieren, ja, in eine Zukunft. Und die Zukunft hat auch Arbeitsplätze, die hat ein natürliches Gehege auch. Also das Wasser muss sauber sein, man muss gewisse
Dinge verkaufen können. Also die Konnektivität muss da sein, die Straßen, die Brücken, da muss gebaut sein, damit man sich bewegen kann. Und das ist Teil der Zukunft. Die Ausbildung alleine macht das noch nicht aus, ist ein guter Grundstein, aber alleine, das würde ich nicht so unterschreiben. Bruno Staffelbach, die jungen Leute hier bei Ihnen, gibt es natürlich sehr viele, logischerweise Generation Z, die berühmte. Viele erhoffen sich, erwarten sich Solidarität, Toleranz, friedliche Koexistenz. Ist Entwicklungshilfe, Migration, wie groß ist das Thema jetzt zum Beispiel bei Ihnen an der Uni? Ist das etwas, was die Studentinnen und Studenten umtreibt oder geht das so nebenbei? An der Uni ist es einerseits einmal ein Thema in der Lehre und zum Teil in der Forschung, je nach Forschungsthema, die wir haben. Aber die Frage ist einfach die Mentalität der Studierenden in diesem Alterskohorte. Und da kann ich nur persönliche Beobachtungen in der Erfahrung weitergeben, weil ich habe da keine eigene Untersuchung gemacht. Das sind meine Studierenden im Bachelorstudium, mit denen ich auch direkt Kontakt habe. Und die sind durchaus nicht, sagen wir, die sind auch idealistisch unterwegs. Die sind durchaus sind die überzeugbar von Zielen und Absichten, wie sie jetzt Patricia Danzi zum Beispiel vertritt. Aber sie sind, ich denke, ein bisschen kalkulativer unterwegs als noch ihre Vorgängergenerationen. Was meinen Sie mit kalkulativer? Die sich überlegen, was kostet das und was bringt das? Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für den Erfahrungsraum im unmittelbaren Umfeld bei mir. Darf ich noch kurz, vielleicht noch zu den jungen Migrierenden eine Beobachtung aus meiner Sicht sagen nachher. Es ist nicht generell für andere Länder. Du hast gesagt, Ausbildung, Humankapital vor Ort wäre ein Migrationsblocker oder Hinderer. Nicht ich, sagt der Mann aus den Niederlanden. Ja. Wenn man sieht jetzt die Migrationen aus ich denke jetzt aus der Sahelzone oder auf Afghanistan, das sind für Verhältnisse vor Ort gut ausgebildete junge Menschen, die zu uns kommen. Das ist ein riesiger Aderlass im Humankapital in den jeweiligen Ländern. Die haben Ausbildung, aber suchen Perspektiven. Und Perspektiven heißt natürlich, Governance war ein Thema und Berechenbarkeit im sozioökonomischen Kontext. Und da ist allenfalls eben Investitionen in Humankapital nicht einfach nur ein Migrationsblocker oder Hemmer, sondern Perspektiven. Patricia Danzi gibt Bruno Staffelbach, glaube ich, recht, oder? Ja. Eine sehr kurze Antwort. Aber okay, ist alles gut. Gibt es noch mal schnell eine Frage zu den Jungen? Gibt es geschlechterspezifische Unterschiede? Man hat ja mal gelesen, es ist noch nicht so lange her, junge Frauen werden tendenziell immer linker und junge Männer tendenziell immer rechter. Und das hat natürlich auch auf monetäre Hilfe, überhaupt auf die Einstellung natürlich einen Einfluss. Gibt es so etwas, was Sie da ausmachen können oder sieht man das nicht? Diese Berichte über diese Untersuchungen habe ich auch gelesen. Ich habe keine empirische Gegenevidenz diesbezüglich, auch keine persönlichen Beobachtungen, die es verifizieren oder falsifizieren würde. Kann's nicht sagen. Wir haben noch genug zu reden. Ich möchte noch gerne auf die Klimageschichte kommen, die Sie auch angesprochen haben. Und die Frage geht aber auch an Frau Caroni. Das UNHCR zitiert eine Studie vom Institute for Economics and Peace. Man erwarte wegen des Klimawandels etwa 21 Millionen Klimaflüchtlinge pro Jahr. 2050 sei es sogar über 1 Milliarde. 2050 ist nicht mehr so wahnsinnig lange. In diesen Zahlen sind aber auch diese Binnenflüchtlinge im globalen Süden enthalten. Sind das Zahlen, die man auch in der Forschung so bestätigt kriegt oder sehen Sie das anders? Ja, das sind die Zahlen, mit denen man arbeitet. Weil es natürlich jetzt für Juristinnen und Juristen schwierig ist, das abzuschätzen. Wir wissen eigentlich auch alle nicht, was kommt wirklich auf uns zu. Inwieweit sind das jetzt halt Zahlen? Die UNHCR-Zahlen wurden ja auch kritisiert von Heinde Haas, dass die immer übertrieben sind. Ja, es sind sicher große Zahlen, die auf uns zukommen. Ob das jetzt genau 50 Millionen pro Jahr sind oder mehr, das können wir prospektiv nicht sagen. Aber es ist sicher gut, wenn wir uns
darauf vorbereiten, rechtlich, politisch, von den Grundsätzen her, wie gehen wir damit um? Was möchten wir als Schweiz da mithelfen können, um die Problematik zu lösen? Ich glaube, wir gehen jetzt dem Wunsch unseres Gastes nach und öffnen die Runde, weil sie hat sich ja auf die Fragen sehr gefreut. Also machen wir das schon relativ früh jetzt. Und Sie haben rechts und links von sich jemanden, der mit einem Mikrofon kommt. Wenn Sie sich kurz bemerkbar machen würden, nehmen wir Ihre Fragen, Anmerkungen, Bemerkungen. Sie dürfen durchaus auch kritisch sein, oder? Sicher. Kein Problem. Nehmen wir sie gerne entgegen. Wer macht den ersten Schritt und bricht das Eis? Ja, danke schön. Der Herr in der Mitte, ein bisschen weit weg vom Mikrofon, aber es kommt schon zu Ihnen. Wenn man es vielleicht weiter reichen könnte. Vielen Dank. Eine etwas politische Frage. Wie weit ist die Neutralität förderlich oder hinderlich für die Entwicklungszusammenarbeit? Und was für eine Neutralität? Vielen Dank, eine sehr gute Frage. Neutralität, das ist die Schweiz ein spezieller Fall. Ja. Was an uns herangetragen wird, je weiter man sich von der Schweiz bewegt, würde ich mal sagen, desto mehr wird sie geschätzt, diese Neutralität der Schweiz. Und unsere Partner sagen uns, vor allem wenn es um das friedenspolitische Engagement geht der Schweiz, dass die Schweiz eine neutralitäre Vergangenheit hat, die in der heutigen Zeit, aber auch schon in früheren Jahren, sehr wertvoll wäre. Jetzt diese Neutralität hat ja zwei Komponenten, die rechtliche und die politische Neutralitätsfrage. Also es geht eher um die politische Neutralitätsfrage, wie man das Recht dann eben auslegt. Und wir sind in einer Phase jetzt, wo wir das Recht vielleicht ein bisschen stretchen mit der Neutralitätsauslegung, der politischen Neutralitätsauslegung. Wir haben uns sehr klar positioniert in der Aggression gegen die Ukraine. Und das sind Dinge, die werden zur Kenntnis genommen. Aber ich denke, der allgemeine rechtliche Neutralitätssockel ist so solide, dass es wahrscheinlich Jahrzehnte brauchen würde, um den wirklich zu zerstören. Es ist ein bisschen wie die, vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber ähnlich, die Banken, die Schweizer Banken. Es gibt Bankenkrisen, aber die Schweizer Banken haben immer noch eine sehr gute Reputation. Und wir hören doch sehr oft, dass die Schweiz nicht nur, wie sie die Neutralität lebt, sondern vor allem auch, dass die Schweiz präsent ist vor Ort, auch wenn die Krisen da sind. Also die Präsenz, die Neutralitätsfrage und dann auch die Tatsache, dass wir mit allen sprechen. Das wird immer wieder erwähnt, dass wir das nicht aufgeben sollen. Ich glaube, die Frage ist damit beantwortet. Ja, bitte schön. Der Herr mit der dunklen Jacke, das ist dunkles Chile. Nein, dunkle Jacke. Ja, Martina da, genau. Hört man etwas? Kann man vielleicht... Hallo. Ja, perfekt. Die Schweiz hat ja im Verhältnis zur Bevölkerung überdurchschnittlich viele Organisationen, NGOs, die in Entwicklungsländern arbeiten. Viele sind ja bei der COF, bei der Swiss Peace zusammengeschlossen. Und meine Frage ist, wie ist die Zusammenarbeit mit der DEZA? Gibt es eine Zusammenarbeit mit der DEZA? Es gibt eine sehr starke Zusammenarbeit der DEZA mit den Schweizer NGOs. Die Schweizer NGOs sind Teil der Entwicklungszusammenarbeit. Wir haben da auch wiederum ein Auswahlverfahren. Wenn wir jeweils in die neue Strategieperiode kommen, wählen wir Partner aus, Schweizer NGOs, die uns helfen, diese Ziele in der Welt umzusetzen.
Und in einem Vierjahresschnitt sind es ungefähr 500 Millionen Franken, die die NGOs bekommen, um uns zu helfen, diese Ziele umzusetzen. Wir haben mit ihnen zweimal oder dreimal im Jahr auch Dialoge. Sie kommen nach Bern. Wir haben auch vor Ort in den verschiedenen Regionen direkten Austausch mit ihnen. Also diese Umsetzung, das wäre ein Transmissionsriemen, der funktioniert eigentlich gut. Es gibt immer wieder Diskussionen, auch die NGOs sind besorgt über mögliche Budgetkürzungen und so weiter. Das trifft natürlich dann alle Partner, aber das hat nichts damit zu tun, wie wir zusammenarbeiten. Vielen Dank für das. Weitere Fragen? Ja, die Dame mit dem roten Pullover. Genau. Herr Staffelbach hat gesagt, dass die Generation Z sich Gedanken macht über Aufwand und Ertrag auf beiden Seiten, also für uns wie auch bei den Empfängern, was die Entwicklungshilfe angeht. Es sind natürlich nicht nur die Generation Z, die sich solche Gedanken macht, auch Ältere, weil wir zahlen ja Steuern und wir überlegen uns auch, wie dieses Geld in den Entwicklungsländern eingesetzt wird. Jetzt, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass diese Gelder oft krumme Wege gehen. Und ich möchte von der Frau Botschafterin wissen, was man unternimmt, dass dieses Geld auch so eingesetzt wird, wie es nach unseren Intentionen festgelegt wurde. Wie wird das kontrolliert? Ich bin sehr froh. Danke vielmals für diese gute Frage, die transparente Frage. Ich habe es ja schon mal ein bisschen so angetönt mit diesem Gefühl. Und ich glaube, das täuscht eben nicht. Es ist nicht nur die Jungen, sondern auch die Älteren, die vielleicht sich darüber Gedanken machen, wohin geht das Geld wirklich. Ja, also das sind Fragen, die sind sehr relevant. Die bekommen wir auch sehr viel vom Parlament zu hören. Und wir sind sehr darauf bedacht, dass das Geld da ankommt, wo es auch ankommen soll. Wir sind die Direktion, die am meisten auditiert wird von der ganzen Bundesverwaltung, so ungefähr 100 pro Jahr. 100 Audits im Hauptsitz oder auch in den Ländern. Da werden Programme, Projekte, Strukturen auditiert. Und auch unsere Partner, die Frage von vorhin, wir verlangen von unseren Partnern, damit, dass sie ein System haben, das auch audit-proof ist. Also das heißt, sie haben Systeme, wenn etwas schiefläuft. Es geht nicht darum, dass nie etwas schiefläuft. Wenn wir einen Partner haben, der sagt, alles ist gut, wir haben nie ein Problem, kein Problem, dann gehen bei mir die roten Lichter an, weil es kann nicht sein, dass wenn man in solchen Kontexten, in welchen wir unterwegs sind, nie ein Problem hat. Für uns ist es wichtig, dass die Länder, also wenn es ein Ministerium betrifft, wenn es eine Partnerorganisation betrifft, dass sie, wenn etwas passiert, handeln können und auch handeln werden. Das heißt, es braucht ein System, ein Compliance-System, das diese Mechanismen hat, damit, wenn Geld verschwindet, man versuchen kann herauszufinden, ist es von einer Einzelperson, ist es ein Diebstahl, dann kommen die Mechanismen, die normalen Strafgesetzmechanismen zum Tragen. Ist es ein organisierter Diebstahl, dann kommt entweder die Organisation oder die Einheit zum Tragen. Und vor allem, was wichtig ist für uns, ist, dass wir die Lehren daraus ziehen können, zusammen mit den Partnern und sagen können, das ist deswegen passiert, weil wir vielleicht das Zwei- oder das Vier-Augen-Prinzip nicht angewendet haben während einem Monat oder weil die Organisation zu schnell rekrutiert hat in einem humanitären Kontext, dass wir das dann vermeiden können in Zukunft. Ich sage nicht, es passiert nie. Es passiert, wir haben eine Liste, ich bekomme alle drei Monate eine Liste mit Geldern, die entweder wir zurückverlangen, weil sie in falsche Hände geraten sind, Gelder, die wir zurückbekommen, weil wir diese Verfahren lanciert haben. Und das ist wichtig, wir haben auch alle drei Monate eine Sitzung, um zu sehen, wo passiert es
und was müssen wir institutionell daraus lernen. Und wie oft kommen die Gelder in falsche Hände? Kann man das irgendwie zahlenmäßig sagen, 10%, 5%, 20%? Nein, nein, nie. Also nein, das wäre schlimm. Also, nein, 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 es ist nicht in dieses. Es ist auch sehr variabel. Es kann einmal vorkommen in einem Jahr, dass vielleicht eine Einheit, ein organisierter Diebstahl, 1 Million passiert und dann vielleicht im nächsten Jahr 20 mal 100 Franken in einem Safe fehlt. Also es ist schwierig, was ist schlimmer, oder? Das ist dann die Frage. Es ist nicht nur die Zahl, die natürlich ist das entscheidend, sondern auch was und warum ist es passiert, das wir herausfinden müssen und das auch tun. Also das ist uns wirklich auch wichtig und wir haben auch den Auftrag, das zu machen. Und wir haben in unserem Büro auf der 8. Etage ist mit Juristen und Compliance-Leuten eine Einheit damit beschäftigt, das zu tun. Und ich kann Ihnen also versichern, da hat es auch sehr viel Fortschritt gegeben bei den NGOs, bei den Partnern, bei den UNO-Organisationen. Die haben alle entdeckt, dass ohne das geht es nicht. Also es geht nicht. In den 80er, 90er Jahren konnte man sich den Luxus leisten, kein Compliance Office zu haben. Das kann man sich heute nicht mehr leisten. Und wie oft kriegen Sie das Geld zurück? Relativ viel. Also wir haben natürlich ein relativ großes Leverage, weil wir relativ langfristig arbeiten, können wir auch sagen, okay, wenn das nicht passiert, dann ist fertig. Oder dann kommt die nächste Phase, kommt erst, wenn wir das geregelt haben. Also wir haben schon gewisse Leverages. Und auch die Länder haben Interesse daran, dass wir weiter aktiv sind und dass sie vielleicht ein Strafverfahren einleiten können oder sollen. Also es wird großes Gewicht auf Kontrolle gelegt, so wie ich sie verstanden habe, und zwar immer mehr. Weitere Fragen bitte. Spannend. Der Herr mit der grauen Tschope, sage ich mal. Altersschnitt gesenkt. Guten Abend und danke für die spannenden Ausführungen. Meine Frage geht zurück auf die Karte zu den priorisierten Ländern. Ich hätte gern gewusst, anhand von welchen Kriterien das zustande kommt. Und für mich fehlen einfach so gewisse Länder. Wenn ich da drauf schaue und sehe, wo die zukünftigen Fachleute herkommen sollten, dann fehlen da einige. Und bei gewissen Ländern verstehe ich gar nicht, wieso da die bunt sind. Vielen Dank für die, nicht Generation Z, glaube ich, aber fast nah dran. Ja, also das ist nicht die Karte der Schweiz, wie sie mit den Ländern, mit den globalen Ländern kooperiert. Das ist die Karte der internationalen bilateralen Zusammenarbeit. Und wenn Sie ansprechen, wo die Arbeitskräfte herkommen, zum Beispiel Indien ist ein Riesenland für das SECO, für das WBF. Da geht ganz, ganz viel. Und auch in Lateinamerika, Argentinien, Brasilien, das sind Länder, Mexiko ebenfalls, das sind Länder, mit denen die Schweiz sehr aktiv zusammenarbeitet, in anderen Bereichen. Ich rede von den Ländern, die, und deswegen sind sie auf dieser Karte, da muss man vielleicht eine kleine Ausführung machen, diejenigen Länder, die wir investieren sollen und wollen, sind diejenigen Länder, die aus der OECD-Karte das Entwicklungsstadium und APD, also das ist vielleicht ein bisschen eine weite Ausführung, aber es gibt Länder, die sind in der Kategorie der wenigst entwickelten Länder und der Middle-Income-Countries. Und dann gibt es so einen Graduation-Prozess. Und das ist in einem Entwicklungsstadium sehr genau definiert. Und wir haben die Ambition, in höchstens den Middle-Income-Countries zu sein oder vor allem hauptsächlich in den ärmsten. Das kam davon, weil, ich habe das am Anfang zitiert, Bundesverfassungsauftrag von uns ist, Armut zu bekämpfen. Das heißt, diejenigen, die am wenigsten entwickelt sind. Das sind die Länder, die bilateral langjährig für uns dabei sind. Wenn Sie sagen, dass es vielleicht für Sie ein paar fehlende gibt, kann es auch sein, dass diese Länder bei der humanitären Hilfe einen Einsatz geleistet wurde, aber nicht längerfristig über Jahrzehnte geplant sind. Vielleicht so. Okay. Vielen Dank. Die nächste Frage. Der Herr ganz oben in der drittobersten Reihe mit schwarzem Shirt, glaube ich.
Ja, ich hätte eine Frage. Klima haben Sie auch hervorgehoben. Wenn ich El Niño anschaue, dann fehlt zum Beispiel Panama, Philippinen und alles. Das Klima unterstützen in den Entwicklungsländern. Was machen Sie? Sie haben ja gesagt, dass Sie das unterstützen. Und wenn man die Berichte anschaut, das Problem nur Panama-Kanal, die Entwicklung, Aufforstung, die Leute dort zu unterstützen. Solche Sachen fehlen auf dieser Karte. Was machen Sie da, wenn man Klima heute anschaut? Ist das ein Phänomen und sehr wichtig zu behandeln? Und es fehlt auf der Karte diese Unterstützung. Vielen Dank für die Frage. Ja. Danke, ja. Auf der Karte fehlt es vielleicht, also es fehlt visuell auf der Karte, weil es ist nicht eine bilaterale Zusammenarbeit mit dem Klima. Also wir haben eine bilaterale Zusammenarbeit mit Ländern, wo wir zum Teil Klimareduktions-Emissionssachen angehen in den Programmen. Und das ist wichtig, wir haben Klima als transversales Thema über alle Länder, also als ein globales Thema. Das heißt, wir unterstützen Organisationen, Fonds, wir intervenieren auch bei der Weltbank, dass ihre Projekte klimasensibler sind. Und dieser Impact ist auf dieser Karte ist nicht ersichtlich. Also wir haben emissionsniedrige, erniedrigende Projekte, die wir haben, mit über diese Fonds und über diese Organisationen oder dann direkt in den Ländern. Und das ist eigentlich global. Wir haben Themen, die arbeiten mit global. Auch Wasser ist ein Thema, das mit Klima zusammenhängt, das nicht auf der Karte so ersichtlich ist, aber das wir in einem globalen Ansatz angehen. Dankeschön. Ja, bitte, der Herr 5. Reihe etwa, gestreiftes Hemd. Also vielleicht noch zum, ich möchte vielleicht noch zum Klima, das vielleicht das vernetzt, was der andere Herr gesagt hat. In Indien zum Beispiel. Indien ist ein Land, das ist nicht auf der Karte und das ist ein Ansatz, ein globaler Ansatz. Indien ist ein Land, das baut sehr viel, bevölkerungsmäßig sehr, sehr groß, das größte mittlerweile. Und wir können nicht verhindern, dass Indien baut, aber wir haben mit Indien, in der Botschaft auch, haben wir ein Team, ein internationales Zusammenarbeitsteam, ein kleines, das mit Klimaprojekten versucht, die Emissionswerte zu senken und die Bauten im Beton, also den Betonbau, weniger Wasser einzubringen und dass wir eigentlich dadurch fast einen Drittel weniger Emissionen kreieren über den Beton. Das sind Dinge, die sind sehr klein, aber in einem Land wie Indien haben sie dann einen extrem großen, nachhaltigen Ersatz. Natürlich wäre es besser, Indien würde keine Flughäfen bauen müssen. Also zum Beispiel bei den Bauten für die Flughäfen haben wir diese Betongeschichte eingebracht. Sie werden es aber machen und da sie es machen, versuchen wir es über Materialien zu gestalten, auch im Bauwesen, das nachhaltiger ist. So können wir auch beitragen in Ländern, die nicht auf dieser Karte sind, zum Beispiel. Vielen Dank. Bitte schön. Ja, bleiben wir gleich beim Klima. Sie haben ja die Sustainable Development Goals erwähnt. Und diese werden ja nicht nur von Ländern verfolgt und berichtet, sondern das geht ja auch bis zu Firmen, die sich ja verantwortungsvoll diese anwenden wollen und auch nachhaltiger zu werden. Jetzt meine Frage, was denken Sie, warum wir in der breiten Öffentlichkeit nicht mehr von diesen 17 Zielen hören? Läuft da etwas falsch in der Regierung oder in der Medienberichterstattung? Vielleicht ist es unsere Schuld. Dankeschön. Es ist effektiv. Die Frage ist berechtigt. Wir haben auf dem Bundesplatz vor 2 Jahren zum Beispiel eine Ausstellung gemacht mit auch den nachhaltigen Zielen auf das Bundeshaus projiziert. Auf dem Bundesplatz gab es die. Es gab bei der Berner Kantonalbank und glaube ich bei der Zürcher Kantonalbank einen Versuch, diese Ziele unter die Leute zu bringen.
denke, der Versuch muss auch in den Schulen mehr gemacht werden. Es gibt Organisationen, auch in der Schweiz, Education 21 ist eine solche. Dann gibt es UNITAR, das ist eine UNO-Organisation, die in Genf sitzt, die auch diese Klimawerte eigentlich unter die Leute bringen sollte. Ich habe mit beiden eine Sitzung gehabt in den letzten 2 Monaten und dies auch diskutiert. Ich denke, wir haben es nicht, wir haben sie nicht erfunden, wir haben da mitgemacht. Und für uns sind diese Ziele, diese Klimaziele, sind eigentlich Teil unserer Entwicklungsgeschichte. Deswegen nehmen wir vielleicht an, wir würden sie sowieso machen. Und für andere Länder ist das wirklich etwas Neues. Wir denken, wir haben dieses Alphabet oder diese Sprache, die sprechen wir schon. Aber der Dialekt der anderen Länder, die machen das schon ein bisschen an. Was wir gemacht haben jetzt bei uns, bei unseren Entwicklungsprogrammen zum Beispiel, versuchen wir die Ziele mit den Ländern, mit den verschiedenen Entwicklungszielen zu illustrieren. Also wenn die Gouvernanzfragen bearbeiten, dann machen wir das Gouvernanzziel im Ziel sichtbar, damit es einfach ein bisschen wirksamer wird. Aber es ist richtig, in der Schweiz ist das nicht unbedingt das Ding, auch in den Schulen nicht. Wir haben einen Bundesbeauftragten für die Agenda 2030, der auch die Koordination übernimmt, um den Bericht der Schweiz an die UNO zu liefern. Das haben wir. Ich finde die Frage, Sie haben jetzt, vielen Dank, die Frage aufs Klima zugespitzt, aber allgemein auch die Frage, sollte das DEZA nicht vielleicht auch mehr über erzielte Projekte und Effekte sprechen? Wenn man über das DEZA redet, redet man sehr viel über Geld. Und wo geht das Geld hin? Und DEZA kommt unter Druck. Müsste man da die Kommunikation vielleicht nach außen, wie Sie gesagt haben, in Schulen oder Unis verbessern? Ja, also Geld wird immer eine Rolle spielen. Das ist so. Und ich habe das auch gesehen im Parlament, wenn die Diskussion, wenn wir eine Strategie diskutieren, die Strategiewerte oder die Strategieziele sind nicht die Hauptdiskussionspunkte. Es ist Nein, aber was habt ihr erreicht? Vielleicht das, was man schon erreicht hat. Das schon. Wir haben einen Bericht jeweils, den wir auch neu gestaltet haben, interaktiver, kürzer, farbiger, illustrierter, digitaler, den es jetzt auch gibt für die letzte Strategie, um das auch bekannt zu machen mit Beispielen drin, wo man sich auch schlau machen kann. Wir haben uns selber die digitalen Tools gegeben, damit wir unsere Projekte, die wir haben in den Ländern, verfolgen können. Weil es nützt uns eigentlich nichts, wenn wir ein Projekt starten, die Unterschrift ist gegeben und dann 4 Jahre später schauen wir, und jetzt? Wir müssen eigentlich während der Zeit auch in Bern und alle müssen sehen können, wo sind wir. Wir haben ein digitales System, dass wir jetzt jedes Projekt eigentlich tracen können und auch das aggregieren können. Wenn wir sagen, wir machen klimasensitive Entwicklung in verschiedenen Projekten, wo ist das und was sind das für Projekte, da man sich gegenseitig in den verschiedenen Büros auch besser informieren kann und auch dann vielleicht direkt fragen kann, dass Bern nicht das Bottleneck wird von all diesen Geschichten. Also wir versuchen es schon. Wir haben weniger Leute in Bern und mehr zu tun eigentlich, weil wir haben extrem viele Nachtragskredite bearbeitet zur Ukraine, zu Afghanistan, was gab es noch, zu der Türkei, zu Covid, zum Nahen Osten. Und das sind immer zusätzliche Arbeiten und wir haben eigentlich den Auftrag, vor allem nach außen, aber Sie haben beide recht, wir dürfen es nicht vernachlässigen, auch hier zu sagen, aber es tönt dann ein bisschen wie Promotion. Und da müsste es vielleicht auch, oder? Dann ja, das ist dann die Frage, sollen wir uns promoten? Uns wurde auch nahegelegt, wir sollten kritischer sein, selbstkritischer, mehr sagen, was ist nicht gegangen, was haben wir gelernt? Und wo müssen wir uns verbessern? Ja. Eine Gratwanderung, aber ich denke, die Kommunikation nach außen müsste vielleicht noch ein bisschen gestärkt werden, in welche Richtung auch immer. Ich glaube, es gibt noch Fragen. Der Mann mit dem rot-grauen Pullover, bitte schön. Ich glaube, Sie müssen das Mikrofon ein bisschen näher anheben. Höchstens, das wäre abgestellt. Hört man mich jetzt? Ja. Guten Abend.
Ich habe eine Frage zum ersten der drei Kriterien, die Sie vorgestellt haben, zu den Local Needs. Sie haben zwar in der ersten Person gesprochen und gesagt, es sei relativ einfach, diese Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner in diesen Ländern zu kennen und darauf zu reagieren. Meine Frage ist, ist es wirklich der beste Weg, wenn wir die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner versuchen zu bestimmen, oder ist der bessere Weg, die Personen selber nach ihren Bedürfnissen zu fragen? Danke. Also Sie haben die Antwort eigentlich schon selber gegeben. Es ist, die Bedürfnisse zu kennen, ist die Aufgabe. Wir müssen sie kennen, und wie man sie kennt, das ist dann die Frage. Es ist sehr viel Diskussion nötig. Man muss auch außerhalb der Hauptstadt sich bewegen, und ich denke, da hat die Schweiz einen Vorteil mit der Dezentralisierung, die wir auch vorwärts treiben möchten und auch können. Wir haben eine Dezentralisierungs-DNA auch, und außerhalb der Hauptstadt sind die Bedürfnisse jeweils anders. Wenn es Regierungsvertreter uns die Bedürfnisse erzählen, ist es etwas anderes, als wenn wir in die Communities gehen. Ich denke, das ist bestimmt so. Ja. Man muss die Bedürfnisse dort abholen, wo sie sind, und sie auch aus verschiedenen Richtungen hören. Es können auch Partner sein, es können die Bevölkerung sein, aber es ist nicht nur an einem Ort, und aus der Hauptstadt rauszugehen, ist immer sehr wichtig. Dankeschön. Nächste Frage von dem Herrn, der gerade in der Nähe von vorher sitzt. Genau, dunkelgrüner Pullover mit, wenn ich mit der Farbe manchmal falsch liege, Entschuldigung, aber es ist so einfach mit dem Mikrofon. Genau, ich glaube, es kommt zu Ihnen an die richtige Stelle. Frau Danzi, zuerst eine Empfehlung an die DEZA, dann eine Frage. Ich freue mich, wenn ich das Bild da sehe, International Cooperation. Also Development ist da gestrichen im Englischen und wird nach 50 Jahren oder nach mehr als Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit nicht mehr verwendet, hoffentlich. Weil unter Entwicklung versteht jeder Mensch etwas anderes. Das kann auf verschiedene Wege gehen, aber Zusammenarbeit, denke ich, ist viel einfacher zu kommunizieren. Also bitte verwenden Sie das dann auch im Deutschen, oder wenn Sie mit den politischen Gremien sprechen, dass das bekannter wird, dass man wegkommt von dieser Entwicklungszusammenarbeit. Meine Frage, die Zusammenarbeit mit Eritrea. Wir haben ja einiges gehört in letzter Zeit. Wir haben Flüchtlinge, die regimetreu sind. Wir haben Flüchtlinge, die wegen dem Regime geflohen sind. Im letzten Bericht habe ich gesehen, das sind etwa 700.000 Franken noch da verwendet worden. Können Sie mir etwas erklären, über wie die diese internationale Zusammenarbeit mit Eritrea noch funktioniert, oder ist das zu detailliert? Ob Sie die Empfehlung annehmen möchten, überlasse ich Ihnen, Frau Danzi, aber die Frage zu Eritrea können Sie gerne beantworten. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Wir sind für Anregungen immer sehr offen auch. Mit Eritrea ist eben die Zusammenarbeit etwas schwierig, wenn man die internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet anschaut. Wir haben in die Berufsbildung und in die Bildung investiert in Eritrea, auch nicht als Prioritätsland, sondern als ein kleines Projekt. Auch deswegen, weil unsere Partner, die wir in Eritrea hatten, vermehrt von staatlichen Organisationen übernommen wurden, war diese Zusammenarbeit immer schwieriger. Also momentan ist sie sehr, sehr klein noch, also auslaufende Projekte werden weitergeführt. Ob wir sie weiterführen können im großen Stil, ich denke im Moment bestimmt nicht. Es schadet nichts, wenn man Leuten eine Bildung auf den Weg gibt, aber es hat nicht den nachhaltigen Effekt, den wir uns gewünscht hätten, und unsere Partner haben nicht die Freiheit, ihre Projekte so zu gestalten, wie wir gerne hätten, dass sie das könnten im Moment.
glaube, da haben Sie einen Punkt getroffen. Bitte schön, ja. Mikrofon ist, genau, die Dame mit den langen blonden Haaren, dem blauen Pullover. Nein, eins weiter noch runter. Nein, eins. Aha. Machen wir zuerst unten und dann nach oben. Wir haben vielleicht noch Platz für zwei, drei Fragen. Ja, bitte schön. Danke. Sie haben Bildung in Eritrea angesprochen und ich möchte nochmal auf diese vier Ziele zurückkommen. Meine Frage hier ist, wenn man Human Development, also ist Bildung in diesem Human Development inbegriffen oder hat man, also ich habe, glaube ich, vor ein paar Monaten war das, gehört, dass man in die Bildung jetzt weniger investiert und wollte Sie fragen, wie das jetzt mit Bildung im, im International Cooperation wie es ist. Mit der Bildung steht. Ja, danke. Ja, also die Bildung hat eigentlich drei Komponenten. Das eine ist in die Bildung in den Partnerländern, zusammen mit den Partnerländern, Erwachsenenbildung kommt da dazu und Bildung im tertiären Sektor eigentlich eher nicht, sondern in die Berufsbildung, wenn dann. Das hat auch einen Zusammenhang mit dem letzten Ziel, mit dem Sustainable Economic Development, dass wir versuchen, die Arbeitskräfte so auszubilden, wie das der Markt dann eben auch aufnehmen kann. Es nützt nichts, wenn wir 1000 Motormechaniker haben, es braucht aber, wenn jemand investiert, braucht es Chauffeure für Busse oder es braucht Elektromechaniker oder andere Berufe, die eben, dass dann diese Entwicklung stattfinden könnte. Ich habe das vor allem in Nordmazedonien gehört, zweimal von Unternehmern, die gesagt haben, bitte investiert weiterhin oder mehr noch in diese Berufsbildung, weil wir könnten mehr produzieren, haben aber die Arbeitskräfte, die das machen können, nicht oder noch nicht genug. Das ist sicher ein Aspekt. Dann die Bildung in Krisensituationen. Diese unterstützen wir auch, wenn es dass die Bildung eigentlich immer mitgedacht wird, wenn ein Flüchtlingslager gebaut wird oder wenn man sich überlegt, wie schnell müssen die Kinder in die Schule. Wir haben Bildung mitgedacht in den Covid-Zeiten. Wir denken Bildung auch mit, zum Beispiel jetzt in der Ukraine, wo viel online noch gemacht wird, wo Bunker gebaut werden müssen, damit die Kinder überhaupt zur Schule können, weil das ein Kriterium ist der Regierung und so weiter. Also wir versuchen es einzubauen. Es ist drin, um Ihre Frage zu beantworten, im Human Development. Man müsste eine Liste machen, die haben wir dann ein bisschen abgekürzt in dem drin. Aber die Grundbedürfnisse und die Grundaufgaben, die eigentlich ein Staat übernehmen muss, die er dann eben nicht unbedingt immer kann, die sind da drin. Ich kann noch eine Frage zulassen. Genau, da haben wir ein bisschen ein Missverständnis gehabt. Aber bitte schön, ja. Vielen Dank. Ja, Sie haben ja diese Strategie in die Vernehmlassung geschickt, letzten Herbst. Und ich habe auch daran teilgenommen, habe jetzt gesehen, es hat ein über 1000-seitiges Dokument auf Ihrer Website, 217 haben teilgenommen. Was machen Sie mit diesen Rückmeldungen? Wir haben sie geclustert. Und diese, also ich habe nicht alle 1000 Seiten gelesen, muss ich ehrlich sagen. Das hat das super Team gemacht, also an dieser Strategie, die Schrauben schraubt. Wir haben versucht herauszufinden, was waren die Hauptdiskussionspunkte. Die Hauptdiskussionspunkte waren sehr klar die Unterstützung zur Ukraine. Wie viel weniger woanders, das waren die Hauptpunkte. Und dann gab es diejenigen, die mehr oder weniger, das hat sich jeweils wieder aufgehoben, mehr von Bildung, weniger von dem, noch zusätzlich. Das sind Dinge, die sich eigentlich gegenseitig aufgehoben haben, aber ganz klar kam raus die Frage mit der Unterstützung der Ukraine. Und das haben wir jetzt auch in den letzten Tagen wieder gehört. Vielen Dank. Ich habe eine Frage noch an Sie. Bevor ich Schluss machen muss, ich sehe schon die Blicke von Bruno Staffelbach. Ich habe in einem Interview gelesen und ich muss es einfach wissen, dass Sie sich immer auf das Gute fokussieren. Und gerade Sie, die so viel Leid auf dieser Welt auch gesehen haben, ist das ein Kraftakt, immer das Gute und das Positive, um das Gute zu sehen? Oder muss man das richtig anpacken? Oder ist es gar nicht so schwierig, eben auch im größten Elend das Positive zu sehen?
ich denke, es ist eine Einstellung, aber es hat mich auch dadurch bestärkt, weil ich wahrscheinlich in so vielen Krisengebieten aktiv war und auch in solche gereist bin, die Kraft, die von den Leuten kommt, die diese Krisen bewältigen müssen, die kann einem eigentlich nur positiv stimmen, weil es ist so viel Kraft und Energie da. Und es ist einfach einfacher, die Arbeit zu bewältigen oder überhaupt durchs Leben zu gehen, wenn man die positive Sache bei allem sieht. Und bei mir gelingt es eigentlich fast immer automatisch, nicht immer. Wenn ich genug geschlafen habe, dann gelingt es automatisch. Und es ist einfach einfacher. Ich glaube, das ist ein positiver Schlusspunkt, den Sie hier setzen, Frau Botschafterin. Ich glaube, da können wir uns alle ein bisschen an die Nase nehmen. Wenn man es positiv sieht, geht es eben viel einfacher. In diesem Sinne übergebe ich gerne, bedanke ich mich natürlich bei Ihnen, bei meiner Runde Martina Caroni, Bruno Staffelbach und natürlich bei Patricia Danzi und übergebe für Schlusswort nochmal gerne Bruno Staffelbach. Katja, ich habe nicht mehr viel zu sagen. 4 Punkte. Erstens, ich möchte persönlich und in Ihrem Namen den 3 Damen ganz herzlich danken, vor allem dir, Patricia. Du bist das erste Mal an der Uni. Es soll nicht das letzte Mal gewesen sein. An der Uni Luzern. An der Uni Luzern, einverstanden. Themen gäbe es, Agenda 2030 oder die Sustainable Development Goals oder positive Psychologie und Resilienz zum Beispiel, am Beispiel des eigenen Lebens. Einfach ein kleines Erinnerungsstück an die Universität Luzern. Merci vielmals. Vielen Dank. Vielen Dank. Merci. Und dann möchte ich Ihnen, meine Damen und Herren, ganz herzlich danken für Ihr Interesse. Und wenn Sie das Gefühl haben oder den Wunsch, Sie möchten noch einmal ansehen oder hinhören, was Frau Danzi heute Abend gesagt hat, ab morgen können Sie den heutigen Abend auf dem Video oder auf dem YouTube-Kanal der Universität Luzern noch einmal ansehen. 3. Botschaft. Die nächste Presidential Lecture findet statt am 25. Juni in diesem Saal wieder und dort wird der Chef der Armee, Korpskommandant Thomas Süssli, anwesend sein. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, einen schönen Abend und danke fürs Interesse.